Hallo ihr Lieben, kurz vor Weihnachten melden wir uns nochmal zu einem Update. Als allererstes herzlichen Dank und vor allem Glückwunsch an nochmal 300 glückliche Triathletinnen und Triathleten, die einen der begehrten Nikolaus-Startplätze bekommen haben. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, haben wir dieses Jahr das Geld gespendet für ein Ultraschallgerät für ein Kinderkrankenhaus in der Ukraine, das dort auch schon im Einsatz ist. Bis 21. Dezember könnt ihr noch Weihnachtsgeschenke bei uns im Shop bestellen. Da garantieren wir auch noch den Versand bis Weihnachten. Danach könnt ihr auch gerne noch einen Gutschein bestellen. Der wird euch dann direkt zugeschickt. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Dann haben wir uns noch gar nicht bedankt für den Pokal Rennen des Jahres vom Triathlon Magazin zum 11. Mal in Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank. Über 60% haben für uns gewotet. Herzliches Dankeschön. Wir versprechen euch, dass wir da am Ball bleiben und auch nächstes Jahr zum besten Rennen ever machen werden. Dann haben wir noch eine ganz tolle Nachricht. Wir haben einen neuen Partner für den Bereich Helme und Brillen. Das ist Ecoy. Wir beginnen im Frühjahr damit, werden euch dann speziell designte Helme von Ecoy zeigen und Brillen, die es dann auch bei uns im Shop geben wird. Natürlich wird Ecoy auch während des Rennens präsent sein. An dieser Stelle bleibt mir nur noch euch und euren Lieben eine schöne letzte Vorweihnachtszeit, ein paar schöne und vor allem ruhige Tage zu wünschen. Legt die Beine ein bisschen hoch und dann geht's im neuen Jahr wieder mit voller Kraft voraus. Zum DATEV Challenge Road powered by HEP 2023. Wir freuen uns.